Jo. Ach, bin gut im Gesicht, alles gut. Maske stimmt. Perfekt. Licht, Kamera und Action. Die Nächte werden kälter, das Wetter wird feuchter und ja, mitunter ist auch das ein oder andere stärkere Lüftchen mit am Start. Ja, genau der richtige Zeitpunkt, wenn ihr in der Hängematte übernachten wollt, den Hammock Shield von Auto Ninja einzusetzen. Was das ist, wie das funktioniert, das zeige ich euch heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, hier ist das gute Stück. Die letzte Nacht habe ich schon darin geschlafen bzw. ihn verwendet. Ja, der wird ganz einfach an der Hängematte befestigt und bildet sozusagen noch einen Windschutz für euren Underkilt. Habt ihr einen Underkilt, der zum Beispiel nur bis 5 Grad geht, hilft dieser Hammock Shield, dieser Underkilt Protektor, das Ganze noch so um etwa 3 bis 5 Grad, ja, den Temperaturbereich zu erweitern. Das Ganze funktioniert ähnlich wie ein Biwaksack. Wenn ihr ohne Protektor schläft und ihr habt Wind, ihr habt feuchtes Wetter, dann kommt der Wind hier dagegen. Dieser Underquilt, der wird ja nur, und die Füllung darin, wird ja durch eure Körperwärme aufgewärmt, wird darin gespeichert und das ist das, was euch von unten warm hält. Kommt jetzt der Wind entgegen, haben wir hier einen Wärmeverlust über Konvektion, genau. Das heißt, das ist der gleiche Effekt, wie wenn ihr euch den Finger fleckt und dann drüber pustet, es wird kühl, eine Verdunstungskälte, die dort entsteht und die quasi die Wärme aus dem Underkilt rauszieht, was dazu führt, dass euer Körper das ja nachproduzieren muss und ja früher oder später merkt der Körper, also es ist wirklich kalt von unten. Um das zu verhindern, kann man eben so einen Underkilt Protektor nutzen. Hammock Shield ist der Name des Produkts hier vom Outdoor Ninja. Ja, zusätzlich schützt er eben dann auch nicht nur vor dem Wind, der hier dagegen kommt. Er bildet quasi so noch sozusagen nochmal ein Luftpolster dazwischen. Er schützt auch vor, ja, vor Regen, vor Luftfeuchtigkeit. Gerade bei einem Down-Underkilt ist das auch ganz wichtig, dass der davor geschützt wird, wenn eben der Regen hier vielleicht sogar oder der feine Nieselregen, Nebel und das Tarp geschoben wird und das Tarp gepeitscht wird. Dann bleibt das alles erstmal hier dran hängen und ja, euer Underkilt bleibt weiterhin schön sauber und trocken. Hier habe ich das gute Stück schon montiert. Ihr seht, wir haben hier ein ganz leichtes Material, einen 34 Gramm pro Quadratmeter Ripstop Nylon. Außen wasser- und schmutzabweisend beschichtet, winddicht, aber gleichzeitig atmungsaktiv. Das heißt, wenn ihr viel schwitzt oder viel ja, Feuchtigkeit im Underkilt entsteht, kann die trotzdem nach außen ab, aber Feuchtigkeit kommt von außen eben nicht mit rein. Ja, so kommt das ganze Teil bei euch an. Schönes kleines Packmaß, gerade handgroß, kriegt man überall noch mal mit reingestopft in den Rucksack, selbst wenn der schon proppenvoll ist. Das geht auch noch drauf. Gewicht blende ich euch unten ein. Ich würde sagen, so um die 150 Gramm gefühlt. Ja, dann haben wir wieder einen kleinen Packsack und dann kommt der hier raus. Und auf jeder der Enden haben wir hier eine Gummischnur drin. Die hängen wir dann einfach in die Aufhängung mit dran, einfach mit einem kleinen Karabiner. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel, einfach mit einhängen. Wenn es hier entweder zu lang oder zu kurz ist, macht den Knoten rein, passt die Länge ein bisschen an. Und dann müsst ihr nur noch eure ganzen Ausrüstung, quasi die ganze Hängematte da reinlegen. Normal hängt er dann hier so rum, aber hier gibt es noch mal eine Gummischnur mit einem Kordelstopper. Da könnt ihr das Ganze noch mal hier schön zusammenraffen und ihr seht, kommt dann direkt gleich viel höher. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel und ihr seht, der hängt hier jetzt schon ein gutes Stück höher als meine eigentliche Liegefläche. Das heißt, der Wind, ich bin auch selber vom Wind so ein bisschen geschützt, wenn der mich trifft. Lässt sich also super anpassen. Auch hier am Ende der Hängematte liegt das Ganze über die Gummischnur wunderbar an. Hier kann also auch dort keine kalte Luft rein oder raus.
quasi bringt quasi dort vom Underkilt auch noch mal ein bisschen mehr Isolation. Ja, und dann hat man hier ein wunderbares Klima drin. Hätte ich eine Hängematte ohne Moskitonetz, wäre sogar die Möglichkeit, dass ich das Ganze hier noch mal verbinde und quasi eine Art Kokon schaffe, um mich noch mehr zu isolieren. Dann sind wir, wie gesagt, fast bei einem Biwaksack. Hier oben kommt auch noch genug Luft rein, Luft raus zum Atmen. Ja, von der Länge her absolut ausreichend. Wir haben hier 2,62 Meter in der Stofflänge und 1,42 Meter in der Breite. Also auch für die meisten Hängematten ist das wirklich komplett ausreichend. Mir ist eigentlich keine bekannt. Also selbst bei der, das ist jetzt die 11 Fuß von Wind. Bei der 12 Fuß wäre es auch kein Problem, denn ich liege ja tatsächlich nur in der Mitte und mit 262 bin ich da locker abgedeckt. Ja, kleiner Kritikpunkt habe ich auch. Das Säckchen hier, das ist eigentlich ist ganz okay prinzipiell. Ist aus dem gleichen Material gefertigt wie der Hammock Shield. Schön wäre es aber gewesen, wenn der tatsächlich direkt dran genäht wäre. Weil das ist so ein typisches Säckchen, das liegt mal irgendwo hin und dann kommt der Wind und dann ist es weg oder man verliert es sonst wo. Und es ist ständig am Suchen, also vielleicht in der Version 2.0 das irgendwie befestigen. Noch ein weiterer kleiner Kritikpunkt. Ich habe jetzt hier glücklicherweise einen Karabiner, wo ich den entsprechend einhängen konnte. Schön wäre es, wenn aber vielleicht noch ein, zwei Mini-Karabiner hier mitgeliefert würden. Verarbeitungsqualität des Hammock Shields ist ganz okay. Es steht ab und zu mal hier so ein kleiner Faden ab, aber nichts, was ich jetzt sehe, was ich löse. Also wenn ich daran ziehe, dann passiert auch nichts. Die Gummischnüre sind hier auch gut vernäht. Ich habe schon mal etwas bessere Arbeiten gesehen. Alles aber nur kleine Kritikpunkte, das ist meckern auf hohem Niveau. Auf diesen Nähten ist nicht sonderlich groß Last drauf, außer das bisschen von der Gummischnur. Da wird nichts großartig passieren. Ja, hier sieht man auch gerade nochmal ganz schön, ich hoffe, man kann es erkennen, dass das Wasser schön abperlt. Ja, schönes Produkt vom Auto Ninja. Ja, es gab tatsächlich schon die ein oder andere Nacht, wo ich mir so ein Teil gewünscht hätte, als ich es noch nicht hatte. Ich erinnere mich zurück an eine Nacht mit dem Sigi Pop, das war mal im Juni, ich glaube vor 4 Jahren ist das schon her. Da hatte ich auch nur einen ganz dünnen Underkill dabei, hatte die Hängematte so aufgespannt, dass der Wind nachts quasi drunter durchgegangen ist. Mit dem leichten Underkill plus relativ starkem Wind hat dazu geführt, dass ich mitten in der Nacht aufgestanden bin, mir eine Wärmflasche gemacht habe. Ich habe meine Sitzmatte von Thermarest habe ich mir quasi in den Rücken gesteckt unter das T-Shirt, um dort nochmal eine zusätzliche Isolation zu haben. Also richtig unangenehm. Oder auch ja jetzt gerade erst letzte Woche, wo ich bei Plan B Erlebnis im Camp war, da hatte ich den Underkill von Grüziberg mit dabei, habe auch am Hang aufgebaut und hatte so einen leichten Luftzug gehabt, der unterm Tarp durchgegangen ist. Wie gerade jetzt, also hier sitzt ein leichter Luftzug, der reicht schon aus, dass sie entsprechend auskühlt oder dass die Wärme aus dem Underkill rausgezogen wird und es da eben dann zu einem kalten Rücken kommt und die Nacht echt unangenehm wird. Und Schlaf hier draußen ist echt wichtig, je nachdem wo ihr unterwegs seid, damit ihr noch entsprechend Power für die Tour am nächsten Tag habt. Und selbst wenn es nur wieder zurück zum Auto geht. Wenn ihr in der Nacht rausgehen wollt und überlegt, ob euer Hängematten-Setup für den entsprechenden Temperaturbereich geeignet ist oder nicht und so ein bisschen unsicher seid, da ist das einfach nochmal eine zusätzliche einen Sicherheitspuffer, würde ich mal sagen. Einfach mal mitnehmen. Man muss ihn ja erstmal nicht montieren. Und wenn man nachts merkt, okay, es wird kühl, steht man auf, macht das Ding dran und ist ratzfatz ja, wieder warm und hat 3 bis 5 Grad plus nochmal gewonnen. Ganz genau kann man das eben nicht sagen. Je nachdem, wie stark es windet oder wie die Luftfeuchte ist, ist das eben ja unterschiedlich. Also wer Interesse dran hat, schaut mal rein beim Outdoor Ninja im Shop. Ist alles unten verlinkt. Entweder bei ihm im Shop oder bei Amazon, wie ihr möchtet. Damit wären wir auch am Ende dieses Videos angelangt, aber nur fast, denn der Outdoor Ninja war so nett, hat mir nicht nur einen Hammock Shield zugeschickt, sondern zwei. Zwei Stück brauche ich natürlich nicht, deswegen geht einer an euch raus. Einer von euch kann einen gewinnen. Was müsst ihr dazu tun? Sucht einfach das Video raus, wo ich mit Sigi Pop die kalte Nacht im Wald war und kommentiert unten drunter mit Hashtag Outdoor Ninja. Schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Das Ganze läuft ab Veröffentlichung dieses Videos eine Woche. Ja, und schaut auch bei Instagram mal vorbei, denn dort gibt es noch einen Feuerstahl vom Outdoor Ninja zu gewinnen. Den haue ich auch an euch raus. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut mal beim Outdoor Ninja vorbei. YouTube und Instagram von dem ist verlinkt. Und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao.